Hey Kiddies, heute würde ich gerne die Ernährungspyramide erklären. Fange ich mal an. Die Ernährungspyramide ist in 6 Stufen eingeteilt. Von gesund bis ungesund. Ganz unten sind die ungesüßten Getränke. Und Obst und Gemüse. Danach kommen die Milchprodukte und Fisch und Fleisch. Danach die Fette und Öle. Und ganz zum Schluss die Süßigkeiten. Die Ernährungspyramide ist in Farben eingeteilt, damit man weiß, wie viel gegessen werden darf. Grün ist viel, gelb eher wenig und rot am wenigsten. Die Ernährungspyramide wird in Portionen aufgeteilt. Getränke in 6 Portionen, Gemüse und Obst in 5 Portionen, Getreide in 4 Portionen. Milch, Fisch in 4 Portionen und Fette und Öle in 2 Portionen. Und ganz zum Schluss kommen die Süßigkeiten und da sollte man nur eine Portion nehmen. Eine Portion ist genauso viel, wie in deine Hand passt. Aber warum ist eigentlich die Ernährungspyramide wichtig? Das erkläre ich euch natürlich jetzt. Sie hilft uns dabei, uns richtig zu ernähren. Und sie hält uns ganz schön fit. Das ist sehr wichtig. Sie ist wie eine Pyramide aufgebaut, damit sie übersichtlich ist. Okay, Kinder, das war meine Erklärung zu der Ernährungspyramide. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Ciao!